in den peruanischen Dschungel. Überlebensinstinkte als Untertitel. Überschrift wollte ich sagen, als Unterschrift, als Untertitel. Ach, hör auf. So. Wir gehen jetzt erstmal rein und machen die Erfahrungspunkte, die Fähigkeitspunkte, die ich gerne hätte. Was haben wir denn hier? Umarmung der Boa. Automatisches Plündern von Feinden nach Lautlos-Kills. Oh, das ist gut. Eile des Kaiman. Sie können schneller schwimmen. Mhm. Schlag der Schlange. Führen Sie Lautlos-Kills durch, ohne Alarm auszulösen. Okay. Sie können unter Wasser die Luft länger anhalten. Es sind schöne neue Sachen. Das sind schöne Sachen. Verlockung der Viper. Stellen Sie Lockpfeile her. Hatte ich gesehen, ja. Verschlingen der Viper. Was haben wir hier? Nadel der Echse. Überreste-Outfits benötigen weniger Ressourcen, um ihre frühere Pracht wiederherzustellen. Sollen wir jetzt nochmal Klamotten schneiden oder was? Schritt des Hoazin. Sprünge, Landungen und Stürze sind leiser. Mal der Eule. Erhalten Sie die Fähigkeit, Pfeilgift und Toxin von Spinnen und Käfern zu sammeln. Provisorisches Messer zum Sammeln benötigt. Herzensbrecher. Sehen Sie herzengroße Tiere, Überlebensinstinkt. Blick des Adlers. Sehen Sie Artefakte, Monolithen, aber in den Forschertaschen anstatt so in. Oh. Das ist wichtig. Sehen Sie Herausforderungsobjekte mit Überlebensinstinkte. Ja, richtig. Sicht der Eule. Überlebenserhalten länger. Okay, jetzt haben wir zwei Sachen für das. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkt. Das ist. Ja, was haben wir hier? Ammo Dekree. Okay, was haben wir da drüben? Schießen Sie Pfeile gleichzeitig auf zwei feste Ziele. Schlauer Fuchs. Schaltet die nächste Waffenabschreitstufe frei. Nicht genügend Fisch. Ah. Scheiße. Habe ich nicht darauf geachtet, dass wir hier zwei Sachen dafür brauchen. Hier, ein Fähigkeitspool. Reduziert erlittener Schaden von tiefen Stürzen. Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Schnelle Reaktionszeit bei Fallen und Kampf mit Feinden. Mhm. Ja. Das ist ganz gut. Das machen wir so. Ja, wo ist dein Messer? Nicht da. Taschentuch. Da ist ein Monogramm eingestickt. PHF. Das muss für Percival Harrison Fawcett stehen. Eher Harrison Ford, hm? Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Okay, dafür brauchen wir ein Messer. Ein Messer haben wir nicht. Noch nicht. Werkzeug finden. Genau. Hinter uns ist noch ein Relikt. Nein, das Relikt haben wir doch. Da hinten links. Ah, hier ist noch mehr. Ohne Werkzeug kann ich das nicht öffnen. Okay. Hm.
glaube, da dürfen wir eigentlich auch noch nicht rein, hm? Uiuiuiui, was haben wir denn hier gefunden? Hallo, Frosch. Okay, wir müssen erst das Werkzeug holen. Und wenn wir das Werkzeug haben, können wir weitermachen. Da ist ja noch mehr. Da ist ja noch ein Tunnel. Okay, da laufen Spinnen rum. Das ist schön. Also nichts für Spinnenhasser. Genau, da komme ich noch hin, weil brauchen wir ein Messer dafür. Des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Vielleicht ein Teil aus dem Wrack. Du willst jetzt nicht echt so ein Rotorblatt nehmen? Einmal mit Profis. Wie hast du das jetzt hingekriegt? Festhalten kann es auch nicht. Was war das denn jetzt? Ist nicht wahr. Oh, da war hinter mir noch was. Mahlzeit, Rufi. Ja. Wir brauchen ein Messer. Ich weiß immer nicht, was das Rote zu bedeuten hat. Hier gibt es so viele Sachen. Schatz, wo ich mal hin soll. Es ist gerade so. Ah, gerade so echt viel zu viel.
Okay, wir müssen da hin. Rechts von uns. Aktuelles Einsatzziel. Ja. Das ist es nicht wahr. Hallo, schwimmen. Nicht einfach nur dazu gucken. Und wann kommt der Hai? Nee, Quatsch. Wann kommt, ist nicht ein Hai. Wann kommt das Krokodil? Ah, jetzt kriegen wir es hin. Die Moräne. Wie immer. Messer haben wir. Wo ist die Moräne? Können wir da bestimmt noch was rausholen. Wer knurrt? Okay, wir haben jetzt zum Beispiel das Messer jetzt schon mal frei. Ah, sie macht die Haare. Harte Landung, Seile durchschneiden, genau. Eigentlich kann man die Viecher essen. Moränen kann man mampfen. So, wir müssen aber jetzt Folgendes machen. Vieles. Den habe ich nämlich gefunden. Da unten kommen wir auch noch hin. Das ist eine Falle. Hier können wir noch rumschnibbeln. Haut. Mhm. Habe ich mir fast gedacht. Das Gelände hier ist so riesig an der Stelle. Nee, da will ich noch nicht rein. Aber ich habe hier oben was entdeckt, glaube ich. Genau da. Ah ja. Jetzt guckt sie nach oben. Achso, da oben ist einer. Alter Schwede. Cusco gehört Hernando Pizarro, dem rechtmäßigen Vertreter der spanischen Krone. Diego de Almagro wurde gefangen genommen. Rodrigo Orgones ist tot und der Rest ihrer ketzerischen Truppen wurde in die Flucht geschlagen. Wir hatten die Berge überquert und die Küste außerhalb Cuscos erreicht. Orgones stellte sich uns in Cachupamba, einer schlechten Wahl für seine Kavallerie. Seine Falkonette brachten zwar Gonzalos Infanterieangriff ins Stocken, aber der Sumpfboden verhinderte, dass seine erfahrenen Reiter daraus einen echten Vorteil ziehen konnten. Unsere königlichen Arkebusiere überquerten den Fluss und entfesselten ihr Höllenfeuer gegen unsere Feinde. Pizarro und Orgones führten ihre jeweilige Kavallerie selbst ins Feld. Unter dem Gebrüll sämtlicher Männer bildeten sich zwei anstürmende Kolonnen, die in vollem Galopp aufeinandertrafen. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Orgones wurde im Chaos der Schlacht getroffen, vom Pferd geworfen und getötet. Der Feigling Almagro zog sich angeblich auf einem Esel vom Schlachtfeld zurück. Wie passend. Ein Auszug aus Alonso Luis' Tagebuch. Ist ja schon geil, wie sie das R rollt, wenn ein anderer Name erscheint, ein spanischer Name erscheint. Hernando Pizarro. Okay. Hat's echt süß. Katze gut drauf. Herausforderungsgrab. Ja, ja, das habe ich auch schon gesehen. Nicht da, sondern da oben. Da oben geht's rein. Oh, wir haben vieles gefunden. Hahaha.
Das Relikt haben wir, aber das Grab haben wir noch nicht. Und die Krypta haben wir noch nicht. Na, da haben wir noch. Oh Gott. Also wir sind jetzt erstmal ein bisschen gefangen an der Stelle. Wir sind noch nicht weit gekommen. Was? Ja, Bäume klettern. Ah ja, sicher können wir Bäume klettern. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr. Zack, weg. So, da hinten. Warum hast du das angeguckt? Die ganze, ja, genau, da liegt noch eins. War da nicht auch noch was? Nee. Nö. Jetzt gehen wir erstmal Seile kappen. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Aha. Das Feuer kann das Messer schärfen. Okay. Kosten 3 von 3. Okay. Ja, wir haben es doch erhalten. Was denn jetzt? Ach, Outfit. Können wir auch noch machen. Ja, wenn dann das Original, oder? Nee. Rustikal. Ja, ja, echt. Nee. Original. Nee. Ja. Original. Was? Beine? Torso? Beine? Ganzkörper. Ganzkörper. Ausrüstung. Was ist das? Seil. Ah ja. Waffe. Gut. Das müsste scharf genug sein. Was haben die mit dem Gesicht gemacht? Passt überhaupt nicht mehr. Irgendwas hält die Vorräte noch. Andere Seile? Aber das gucken wir uns noch an. Keine Sorge. Wie heißen die Viecher? Ich weiß es nicht mehr. Aber plötzlich kommen die aus dem Sumpf. Aus dem Sumpf, aus der Ecke. Was weiß ich woher. Wo laufen die jetzt schon wieder hin? Holen wir später. Meine Ausrüstung, endlich! Oh, das ist jetzt mach! Haben wir den Baum nicht vorhin schon gehabt? Halt! Halt! Genau,
da. So, da gehen wir aber noch nicht runter, weil ich habe noch keine Seile großartig. Ein bisschen aufheben müssen wir uns noch. Jo. Und da müssen wir nachher noch rüber. Und da müssen wir noch hin und da müssen wir noch hin und sonst wo müssen wir noch hin und. Habe ich hier jetzt alles? Federn. Und zum Frühstück leider keine Eier. Hey! Da wollen wir später hin. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Warum sind die Haare so schlecht geworden? Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Was ist mit der passiert? Verdammt! Wie sieht die denn aus? Ganz schlimm. So, da hinten waren wir da schon. Warte mal, wir können ja jetzt nochmal gucken. Da ist noch eins. Blumenpflücken. Genau, da müssen wir noch hin. Und da hinten müssen wir auch noch hin. Bevor wir da nämlich weitergehen, müssen wir das hier untersuchen. Egal wie, wir müssen das untersuchen. War das die Richtung? Ja, die Richtung ist richtig. Hoppala. Hier ist das irgendwo, das Blumenpflücken. Ich bin doch gar nicht so weit gelaufen. Ah, da. Ich hab's gesehen. So. Jetzt bin ich an der richtigen Stelle.
gesträubtes Gefieder. Oi. Aber da zwei Sachen, die ich jetzt an der Stelle habe auch noch. Okay, wir werden hier nie fertig. Da waren wir zwar schon dreimal. Sagen, es lebt noch, war nicht gut. Bringt uns nicht viel. So. Da hinten ist noch ein Grab, wo wir nur hin müssen. Hinter uns links. Hinter uns links. Ja, da hinten. Das da oben. Aber das da hinten ist gemeint. Wieder eine andere, ganz andere Ecke. Okay, egal, jetzt gehen wir jetzt in die Krypta. Eine Taschenlampe. Obwohl ich den Neon-Sticks letztes Mal viel geiler fand als so eine doofe Taschenlampe. Vorsichtig. Vorsichtig. Nicht knutschen. Warst du dir sicher, dass man den drücken muss? Okay. Wohin das wohl führt? Ja, das ist richtig. Wir gehen nochmal gerade in die Optionen rein. Da hüpfen wir lieber drüber. Ah, die können wir mittlerweile durchschneiden. Oh, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Das war knapp. Mai. Heute Morgen haben wir die ausgebleichten Knochen des Dead Horse Camps hinter uns gelassen und unerforschtes Terrain betreten. Wie es scheint, hat sich das Blatt gegen Raleigh gewendet.
Sein bandagiertes Bein macht ihm zu schaffen, weshalb er meist das Ende unserer Gruppe bildet. Wenn Vater es bemerkt, verlangsamt er das Tempo und dreht sich um, um uns beiden ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Und doch kann seine vorgebliche Ruhe seine Ungeduld nicht verbergen. Er stürmt jedes Mal voraus, wenn wir uns einer Kurve, einer Anhöhe oder einem Flussufer nähern. Mit F durchschneiden, ja. Sag mal, wie weit bist du hinten dran? Gelesen. Möge Urku den Weg von diesem in das nächste Leben aufzeichnen, auf das wir alle in Sicherheit zu reisen vermögen. Ich muss mal kurz speichern. Ich habe so die Vermutung. Siehst du? Ich wusste es doch. Hey. Was sind wir denn jetzt? Ah. Das beschreibt eine verborgene Kammer in der Nähe. Ja, ja. Oh Gott, das ist undurchsichtig. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Vorsichtig in die Hand nehmen, sonst hast du nachher alles umgeschmissen. Oh, hoffentlich ein Update der Karte. Nein. So ein bisschen Update der Karte, ja. Hier gibt's noch mehr Sachen jetzt. Ach, du ahnst es nicht. Bevor ich die doch mit F kaputt mache. Die Fallen. Spring doch lieber drüber. Vielen Dank fürs Öffnen. Dafür ist auf der anderen Seite alles zu, oder was? Ah, wir sind wieder hier. Okay, alles klar. Wir sind wieder hier in unserem Revier. Schnell hier runterwetzen. Da haben wir schon gesucht. Dann sind wir hier rechts abgebogen. Jetzt gehen wir nach links. Alles Absicht. Haben wir denn hier? Tja. Einen neuen Ort entdeckt. Stiefel mit Federn, die der Saga nach einst von König Pillefanz. Brauchen wir nicht. Das Herz wird kriegen.
Wir brauchen nur die richtige Ausrüstung und auch noch die richtige Klamotte von Lara. Und dann passt das. Wieso ist es hier regnerisch? Was soll das? Oh, fehlende Ausrüstung. Ach nee. Das muss der Weg nach oben sein. Jo. Ja, dann sind wir hier durch, in Anführungsstrichen, jetzt wieder raus. Wir müssen nachher nochmal hierher. Wenn wir unser Werkzeug haben. Schön an der Bobbes. Genau. So, wir brauchen noch mehr Werkzeug. Und zwar, da hinten ist noch ein Grab, da ist noch rechts von uns in der Seite. Rechts von uns. Da müsste noch irgendwas sein. Kistchen. Oh, was ist hier? Genau, das ist doch ein Eingang, wo wir noch nicht hinkommen. Dokument. Wir sind am Dokument vorbeigelaufen. Aber ich krieg den Scheiß da hin auf. Drüber laufen kann ich schon immer. Servus. Servus. Hast du mal auf die Uhr geschaut? Wird immer später hier. Bei uns allen. Das ist so geil. Ah, herrlich. Ah, da. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Da kann ich auch hoch. Mach mal das Gestrüpp hier jetzt weg. Okay, jetzt gehe ich erstmal da runter. Hast du Prime gekündigt? Müssen wir uns das jetzt was anderes einfallen lassen? Kaffee? Oder wie heißt das andere Zeug? Keine Ahnung. Das machen wir ganz anders. Wenn ich ein Spiel habe, es kostet 20 Euro und wird gesammelt. Fertig.